Einmal im Jahr wird Otto Normalstudent durch den Wahlkampf der hochschulpolitischen Gruppen aus seinem Winterschlaf gerissen. Das scheint auch nötig zu sein, denn die Wahlbeteiligung ist bei Uniwahlen traditionell sehr niedrig, auch wenn Göttingen im bundesdeutschen Vergleich der Unis ganz gut dasteht. Eine Woche vor der Wahl lassen lediglich ein paar Stellwände erahnen, dass was ansteht. Eine Woche später sieht das Ganze ganz anders aus. Der Duft frischer Waffeln weht durchs ZHG. Die Werbung dafür nicht so prall ist. Also ich glaube, gerade die Wände sind halt nicht so, sind da halt ziemlich statisch, das könnte schon ein bisschen interaktiver irgendwie sein. 5 Tage hatten die Studierenden Zeit, Fakultätsräte, Fachschaftsparlamente, Senatsvertreter und natürlich das Studierendenparlament zu wählen. Am Freitagabend wurde schließlich auf der Wahlparty das Ergebnis präsentiert. Für das Stupa sieht es folgendermaßen aus. Sind die linken Gruppen bereit zum Konsens? Oder wird es zu einer großen Koalition kommen? Die konstituierende Parlamentssitzung wird dies noch zeigen. Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung von Univision Newsflash aus unserem Bluescreen-Studio. Am Montag, den 22. Oktober, wurde die diesjährige Immatrikulationsfeier begangen. Unipräsidentin Beisiegel begrüßte alle ESDs. Den Festvortrag hielt dieses Jahr Thomas Cook-Vorstandsmitglied Christi Neumann. Im Kontext der Veranstaltung stellten sich alle möglichen uninahen Gruppen auf dem sogenannten Forum Studium im ZHG den Studierenden vor. Wir waren auch dabei und haben mit unserer Kamera die Leute von den Ständen der anderen vertrieben. Natürlich wollten wir nur auf unseren Infoabend am 7. November hinweisen. Jo, das war's auch schon vom heutigen Newsflash. Vielleicht sehen wir uns ja nächsten Mittwoch auf unserem Infoabend für alle Interessierte und bis dahin tschüss. Jo, haben wir's. Jo. Eine gute Kuschelgruppe. Das ist voll inszeniert. Sie ist inszeniert. Ist das Mikro aus? Herzlich willkommen bei Univision. 275 Jahre Universität Göttingen. Wir von Univision haben uns gedacht, dass wir einfach mal losziehen über den Campus. Einmal die Studenten zu fragen, was sie ihrer alten Dame zum Geburtstag wünschen. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Weitere 275. Ja, alles Gute und Geld für die Studenten, ne? Das wäre mein Wunsch, dass das Semesterticket wegfällt, ja, weil ich brauche es überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass passieren wird. Oder keine Studiengebühren mehr. Studiengebühren müssen nicht sein. Dass die Uni darauf verzichtet, Studiengebühren zu erheben. Ich wünsche ihr, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft werden. Zum Geburtstag wünsche ich der Uni, dass es so weitergeht wie bisher und dass diese Einsparungen, dass es mal irgendwann ein Ende hat, dass an allen Ecken gespart werden muss. Und dass ich weiter in Ruhe hier studieren kann. Dass sie weiter dafür sorgt, dass die Studenten sich so wohlfühlen wie jetzt, zumindest die meiste Zeit über. Ein friedliches, glückliches Studentenleben. Viel Erfolg für alle Studierende. Dass der Spaß nicht verloren geht. Und dass das Essen natürlich noch besser wird, als es jetzt schon ist. Ja, 275 Jahre Universität Göttingen. Ja, besser kann man es nun wirklich nicht auf den Punkt bringen. Besser kann man es jetzt nun wirklich nicht mehr sagen. Und hoffen, dass die Uni noch mindestens 275 weitere Jahre schafft. Und sagen dazu einfach nur noch, auch wir von Univision wünschen der Uni Göttingen alles Gute. Okay, was wünschst du dir für das Jubiläum der Georg-August-Universität Göttingen? Moment, ich habe das erste Wort nicht verstanden. Können wir es nochmal machen? Was ist... Was soll ich sagen? Wir wünschen der Uni auch noch alles Gute und damit zurück ins Studio schalten. Wie sagt man Tschüss?
Weihnachten? Cool. Was? Frohe Weihnachten. Dankeschön. Cool. Das freut mich. Nice. Ich liebe Geschenke. Surprise. Toll. Ich bin Lari. Und ich bin Lara. Und wir sind von Univision. Anlässlich dessen, dass bald Weihnachten stattfindet, haben wir heute Studenten und Studentinnen befragt, was das schönste und was das schlimmste Geschenk ist, was sie je bekommen haben oder auch was sie selbst verschenken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Also, was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Also ich würde nicht sagen, dass es das schlimmste Geschenk ist, was ich jemals bekomme, aber generell finde ich halt Gutscheine einfach ziemlich unpersönlich. Was wäre das Schlimmste? Socken. Also habe ich genug und auch wenn sie selbst gestrickt sind, ist zwar persönlich, aber sehen oft nicht schön aus. Sorry Oma, aber... Also wenn Leute mich fragen, was Wushu ist, dann erkläre ich das meistens so. Also da frage ich erstmal nach, ja, kennt ihr vielleicht Jet Li? Weil Jet Li ist ja ein Schauspieler, sehr bekannt für seine Kampfkunstfilme. Und er hat in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit Wushu trainiert, war da sehr gut und wurde auch dadurch bekannt. Ja, das chinesische Frühlingsfest, das ist eigentlich das Neujahr, das chinesische Neujahr. Es liegt jetzt in diesem Jahr im Februar, weil das chinesische Neujahrsfest oder das chinesische Frühlingsfest richtet sich nach dem Mondkalender und deshalb ist es in jedem Jahr anders. Also normalerweise zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Herzlich willkommen zu einem neuen Newsflash, diesmal in einer etwas sommerlicheren Kulisse im Rosarium. Mein Name ist Rebecca und die neuesten Nachrichten erfahrt ihr jetzt. Ganz ehrlich, abgeschrieben hat doch jeder mal in der Schule. Mittlerweile glaube ich ja auch, dass die Lehrer öfter mal ein Auge zugedrückt haben. Aber nach so einer Klassenarbeit genoss man auch noch lange nicht das Ansehen eines Doktors. Den Doktortitel hat ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft jetzt verloren, weil er schummelte. Mehr als 90% seiner Doktorarbeit sollen abgeschrieben sein
und sein Zeugnis zur Bewerbung an der Uni soll er auch noch gefälscht haben. Das hat jetzt einen Stein ins Rollen gebracht. Gleich darauf wurde bekannt, dass ein weiterer Plagiatsfall an der Fakultät für Physik derzeitig geprüft wird. Das war's für diesen Monat von uns. Genießt die Semesterferien und bis zum nächsten Mal. Café International ist sozusagen ein Freiraum für Geflüchtete. Vor allem suchen wir Leute, die wirklich gerne regelmäßig Sport machen möchten. Wir wollten eben die Stimmen sein, die laut Willkommen sagen. Hallo, ich bin Iris und ich habe mich in Göttingen mal umgehört und für euch drei Möglichkeiten gefunden, wie man sich besonders als Student oder Studentin für Flüchtlinge engagieren kann. So, ich stehe hier in der Halle am Unisport mit Katrin von Connection. Was genau ist denn Connection? Also Connection ist eine Hochschulgruppe, die in erster Linie aktuell Fußball spielt. Langfristig wollen wir aber das als Win-Win-Situation sehen, damit Studenten und Flüchtlinge sich halt kennenlernen und voneinander lernen können. Anfang des Jahres wurde auf den Zietenterrassen eine neue Flüchtlingswohnanlage gebaut. Wir haben uns dort mal umgeschaut, um herauszufinden, wie man die Nachbarschaftsorganisation Runder Tisch Zieten am besten unterstützen kann. Und was genau ist eigentlich der Runder Tisch Zieten? Der Runde Tisch Zieten ist eine Nachbarschaftsorganisation, also ein Zusammenschluss von vielen freiwilligen Helfern, die hier auf den Zietenterrassen wohnen. Wir haben uns gegründet, als die ersten Pläne laut wurden, hier eine Wohnanlage zu bauen und es eben auch kritische Stimmen gab. Und wir wollten eben die Stimmen sein, die laut Willkommen sagen. In mehreren Arbeitsgruppen, es gibt eben auch noch zum Beispiel eine Willkommensgruppe oder eine Deutschlerngruppe, versuchen wir unseren neuen Nachbarn hier einen guten Start zu bescheren. Genau. Natürlich sind dies nur wenige der zahlreichen Organisationen und Initiativen, in denen man sich in Göttingen ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren kann. Vom 19. bis 21. Januar haben an der Universität Göttingen die Hochschulwahlen stattgefunden. Heute ist Freitag, der 22. und in diesem Moment werden die letzten Stimmen der Hochschulwahlen ausgezählt. Wir von Univision sind live vor Ort, um die Bekanntgabe des Wahlergebnisses für euch zu dokumentieren. Ja, jetzt haben wir schon die Users gehört, jetzt steht Vivian von der Grünen Hochschulgruppe bei mir. Die Stimmung ist gut, oder? Ja, sehr. Ja, bei mir ist jetzt Hendrik vom RCDS. Hendrik, kannst du schon was zu sagen zum Wahlergebnis oder fällt es noch schwer? Tja, die Stimmung ist nicht so gut. Des einen Freude ist des anderen Leid. Große Freude auf Seiten der linken Gruppen, betrübte Gesichter auf den Seiten der bisherigen Regierungskoalition aus RCDS und ADF. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob tatsächlich ein linker Aster zustande kommen wird. Weitere Infos werdet ihr auf unserem bald erscheinenden Newsflash erhalten.